So. Muss mein Ingame-Sound nochmal ein bisschen leise machen. Das ist Wahnsinn, wie laut der manchmal wird. Naja. So, Goodie. Also, Aufnahme läuft. Wir gucken mal, was das hier heute wird. Ich bin sehr gespannt. Heute ohne Mario. Wir sind ein echtes Pro-Team, von daher, das macht gar nichts. Das möchte ich immer festhalten. Das ist natürlich dumm, dass Mario nicht da ist, dann habe ich ja keinen zum Killen. Ja, siehste. Ach, verdammt, ey. Ich muss einfach. Projekt X. Heute steht Projekt X an. Wir werden nicht verraten, worum es sich handelt bei Projekt X, aber wir bereiten uns drauf vor. Wir können es nicht verraten, weil wir es selbst nicht wissen. Genau, wir wissen es eigentlich gar nicht. Wir schauen mal, was auf uns zukommt. Auf jeden Fall, Alex, hast du schon mal gecheckt, was wir so brauchen noch gerade? Eigentlich nur Gunpowder momentan. Ja, ich kümmere mich gerade drum. Okay, nur Gunpowder. Oh ja, hier sind schon... Ja, ich baue gerade fleißig schon. Alles also klar. Nur noch Granaten, Clemens, ne? Ja, klar. Ja, okay. Die guten Granaten. Brauchen wir noch Holz oder haben wir Holz? Ach, momentan haben wir noch recht gut Holz, aber hier, wie heißt der Rexotic, der läuft ja gerade in die Stadt und holt mal, hier, wie heißt es, Kohle. Kohle, die gute Kohle. Ich komme doch vom Grillen, hätte ich doch daran gedacht. Hättest du mal was mitgebracht, ey. Andi, das geht ja gar nicht. Nee, echt mal, wie das nachlässig. Ist voll vergessen. Oh, wer hängt denn hier eigentlich in der Luft? Ach, Andi, du hängst in der Luft, na, ist ja wieder geil. Ja, ich hänge mal wieder voll in der Luft. So, ich baue mir übrigens noch einen zweiten Bogen, um dann halt so Narkopfeile und Steinpfeile schießen zu können. Nein, kann ja auch im Notfall helfen. Narkopfeile bringen doch aber nichts. Denk dran. Na, aber warum kann man nicht... Ach, die, was? Ja. Ach, kann man die nicht mal bauen? Doch. Doch, bestimmt. Nicht? Nee. So alles, was Topper gibt, wurde ja rausgenommen hier. Ach, verdammt. Ja. Arbeiten machen. Diese cool. Nämlich halt. Ja, genau. Ich guck gerade Propellant, aber da brauchen wir ja auch Öl und Kaktussaft und sowas. Kaktussaft haben wir genügend da. Ja, aber nicht Öl. Und Öl? Das ist wichtiger für die Granaten momentan. Ja. Ja. Dann geh ich mal Öl sammeln. Ich gehe auch nochmal, genau, wir können ja jetzt nochmal rausgehen, Ölkäfer angrabbeln und ja, aber dann... wir haben eigentlich sehr, sehr viel Öl sogar. Wir haben 400 Öl. Aber Clemens, vielleicht haben wir später nicht mehr genug Öl. Ja, gut, klar. Es gibt immer den Moment danach. Nach Projekt X. Kippe danach, genau. Oh ja. Ich bin auch gespannt, wie viele Leute hier heute tatsächlich auf dem Server sind. Es ist ja wieder ein Samstag. Man merkt ja schon den Unterschied von Mittwoch zu Samstag. Viele neue Opfer. Oder viele neue Täter, je nachdem. Ja, ich sowieso. Hallo, gleich mit vorne dabei. Also, ich lasse mich gerne hier immer umlatzen. Ist ein Hobby. Jeder braucht ein Hobby. Auf jeden Fall. Ja, ich guck trotzdem mal, ob hier noch ein paar Käfer sind. Boah, ich hab gerade einen echt bösen Sonnenstich im Haus wohlgemerkt. Ach so. Im Spiel? Ich wollte gerade sagen, ich hoffe im Spiel, ja. Ja, klar, im Spiel. Aber halt im Haus. Etwas komisch. Dann stell dich mal ins Zelt eine Runde. Uff, ja, dann sterbe ich halt. Passiert. Was für eine Arbeitseinstellung, Clemens. Was für eine Arbeitseinstellung hier. Silverback ist immer noch offline. Ich glaube, die waren beim letzten Mal auch offline. Ja, ist wahrscheinlich okay. Hier wieder wenig los. Einfach hier so eine kleine Mini-Hütte vom letzten Mal. Was ist mit, weil ich ein Gamma bin? Habe ich noch nicht geguckt? Ore, Mensch, hier, deine Hütte. Ah, wer ist denn da gerade reingejoint? Hallo, Norrund. Übrigens ist das Känguru jetzt schon bei 54% Schwangerschaft. Läuft der Server eigentlich? Was? Oder wie finde ich ihn jetzt? Den Server von denen, weil ich... Ja, join einfach hinterher. Join einfach irgendwem hinterher von uns. Hab ich versucht, funktioniert nicht. Der läuft aber schon. Der Server wartet nicht, kommt dann. Arc beenden, Update aufspielen und dann join. Hab ich gerade gemacht, Updates drauf. Dann weiß ich auch nicht. Ja, also dann vielleicht nochmal wirklich so ging's zweimal neu starten, keine Ahnung. Anni, war das nicht auch dein Problem letzte Woche? Dass das war bei Fittest, oder? Bei Fittest hatte ich ein Problem, ja. Bei okay. Fittest kam ich nicht rauf, aber nicht hier bei Outlaws. Ah, dann starten wir halt neues. Ja.
Ach so, die haben vorhin die Waldinos gekillt, ne? Jetzt sind die ganzen Käfer leer. Geil, Mann. Alle freuen sich. Da kann ich ja lange suchen. Ah, shit, ey. Ich habe jetzt schon mehrere Käfer gefunden, aber da waren immer nur 2-3 Öl drin. Na gut, aber besser als gar kein Öl, ne? Wie viel Öl braucht man denn pro Granate? Ja. Hast du denn auch richtig drauf gedrückt? Quietsch! Quietsch! Oh, falsch drauf drücken. Naja, richtig aufzwingen. Oh Gott, ey, der arme Käfer. Oh, einmal um den Stock wickeln. Oh. Oh Mann. Ich finde nicht mal Käfer. Von daher, also ich habe nur einen Wasserkäfer bisher gefunden, aber nichts Öliges. Lemons springt doch rum. Du sagst. Der ist schleimig. Schmierig. Das auch. Oh. Ach Mann. Aha, okay. Ich habe die Base von Spielberg gefunden. Ah, sehr gut. Sehr cool. Das kannst du dir ja schon mal merken. Für Projekt X. Ah, vielleicht hilft's uns. Hilft eigentlich gar nicht. Ach, sag niemals nie. Okay. Niemals nie. Leicht, ja. Ich wollte gerade auch schon. Oh Mann, ey. Ach, schön. Hat jemand eigentlich gerade einen Blick, wie viele Leute gerade schon gejoint haben? Nö. Fünf. Fünf? Nee, weiß ich nicht. Okay. Fünf und davon sind sieben wir. 90. Ja. 90. Ah ja, okay. Ja, ich bin halt wirklich gespannt, wie das heute aussieht. Ob sie da mehr sind. Schlafsäcke baue ich auch schon mal dann, ne? Oh, sehr gute Idee, ja. Sehr, sehr gut. Auch nicht einen einzigen. Ja, ist echt kurios, ey. Bei den ersten beiden Sessions, wo wir die Erde gesucht haben. So langsam wächst meine Frisur. Ja, meine auch leider. Meine auch. Ich sehe schrecklich aus. Ja, was hat das mit der Figur zu tun? Ja, Clemens. Armer Clemens. Ja. An der Stelle ein Herz für Clemens. Ein Herz für Clemens. Ich musste auch gerade mal, als ich das gesagt habe, spontan schauen, ob nicht irgendwie ein Stream läuft. Ne? Das ist ja immer nochmal so ein Kontrollblick jetzt mittlerweile. Das war nur, um die Gegner zu verwirren. Das stimmt. Von wegen, hier, guck mal, ihr könnt ausspionieren. Aber ihr seht nichts. Ich kann nicht was für Strategien entwickeln. Oh ja, die sind sogar weitreichender als Ark. Das wissen wir selber gar nicht anscheinend. Das sind ja echte Profis, ne? Oh, schön. Dover Wasserkäfer, ich will nicht dein Wasser. Gib mir Öl, färbe dich rot. Los. Rot färben, dazu musst du einen Speer nehmen. Ja, aber dann kommt da trotzdem kein Öl raus. Hast aber rot gefärbt. Ja. Warte, ich mache auf. Oh. Was müssen wir denn noch eigentlich mitschleppen? Naja, Waffen. Also Granaten, Longnecks, so einen ganzen Krempel, Schlafmatten. Gekochtes Fleisch, schadet nicht. Genau. Ja, und das war's eigentlich schon fast. Würde ich mal behaupten. Ich nehme alles zum Spielbär zähmen mit. Zum Spielbär zähmen. Wir zähmen heute einen Spielbär. Mal gucken, was man dafür braucht. Kann. Oh, Clemens. Oh, oh Gott. Clemens. Weißt du, also es gibt ja den Begriff Fremdschämen. Aber es gibt auch, also bei mir hat sich jetzt etabliert Clemens schämen. Ja? Oh, Clemens will immer überall rauf. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Oh Gott. Geht schon gut los hier in den ersten 17 Minuten. Ich sehe überall Stein. Ah, hier ist einer. Nee, Wand. Hm.
Tja, leider kein öliger Käfer hier, echt schade. Ah, ich habe 7 Öl bekommen. Ich habe einen halben Käfer ausgewogen. Super! Die wurden verkauft hier eindeutig. Ha, dumm, die dumm. Holz. Balu, bist du gerade in der Base? Sehr dicht dran. Warum? Was gibt's? Kannst kurz zurückkommen, dann würde ich eben die beiden Paras hier claimen. Yep. Und ein bisschen beiseite stellen. Ja. Aber will das Ding mich verarschen? Ich will Holz, kein Stroh. Regel doch da nicht zum Spaß an der Palme um. Was willst du denn gerade bauen? Und warum wedelst du an der Palme rum? Oh. Was ist hier los? Oh, das ist ja geil. Ich wedel mit der Palme, weil ich hoffe, da bricht ein Ast ab. Oh Gott, die arme Palme. Da kommt man nur an die Nüsse. Oh Gott. Nein, Mann, oh Gott. Aber ich würde mir gerne Steinaxt machen. Wo bist du denn gespawnt eigentlich? Wo bist du denn gespawnt? Direkt vor eurer Haustür. Ach so, okay. Na, der kennt die Gegend hier wahrscheinlich besser als wir alle. Ich glaube auch. So, ich komme mal mit rein. Nein. Oh, verdammt, toll. Was ist denn das hier alles? Aber habt ihr denn den Brunnen versteckt? Rechts von der Base, wenn man rauskommt. Kann mir mal irgendjemand Steine reinschleppen aus dem Schrank draußen? Steine reinschleppen. Falls einer nutzlos rumsteht hier in der Base. Ich habe gerade... Ja, ich, wie immer. Naja, ich habe hier gerade noch welche im Inventar. Kat, du musst mal kurz. Ja, Dankeschön. Ist offen. Braucht ihr noch irgendwas an Material? Draußen steht ein Schild, da steht alles drauf, was wir brauchen. Öl ist schlecht in dem Level. Deine. Aber Öl, also wir gucken ja auch immer nur in Ölkäfer rein, mehr machen wir ja auch nicht. Steine. Steine kriege ich zusammen. Ja. Sand kein. Kaktus, Sepp und Metall. Ja, es geht dann auch gleich. Ja, aber sowas brauchen wir momentan nur zweitrangig. Also, das ist ja nur für die Base eigentlich. Ja, aber die Steine brauchen wir primär. Okay. Wenn uns die Munition ausgeht, damit wir mit Steinen schmeißen können, oder was? Nee, weil ich für die Granaten Steine brauche. Ich habe schon so viel Steine vercraftet, gerade zu Granaten. Da sind ja pro Granate tatsächlich 20 Steine, die da reinkommen. Echt, ja? Ja, also ziemliche Splitterbombe scheinbar. Krass. Soll halt auch wehtun, habe ich gehört. So, einmal einen Check machen. Wie fahren wir jetzt? Ich glaube 64 Granaten. Ja. Also, ich meine, vorne hatten wir 40. Na, haben wir ja. Also ja, 6 kriegen wir noch hin, oder? Für eine, ja? Wie heißt es hier? Foundation aus Clay braucht man, glaube ich, 8 oder 9 Granaten. Für eine Foundation. Der Ressource-Sell-Table. Da kann man nicht mehr drauf zugreifen. Ich kann nur mehr Sell drücken. Ich nehme das ins Inventar, das Eisen. Aber da steht dann Nothing to Sell. Okay. Und auf den Ressourcen-Buy-Table kann ich gar nicht zugreifen. Ich schreibe das mal kurz Lohns da. Also du bist jetzt an so einem normalen Händlertisch, der verkauft, ja? Und du kannst zugreifen, aber du kriegst halt eigentlich nichts raus. Also da ist nichts. Nee, ich kann auf den Händlertisch, da wo ich das verkaufen kann, kann ich erstens gar nicht zugreifen. Und auf den da, wo ich was kaufen will, kann ich gar nicht zugreifen. Also du kannst auf beide nicht zugreifen? Ich kann bei beiden nicht zugreifen. Bei dem Buy-Table, wo man was kaufen kann, kann ich gar nichts machen. Und bei dem, wo ich das verkaufen kann, kann ich nur Sell drücken. Aber auch wenn ich das ins Inventar nehme, verkaufe ich das nicht. Okay. Na, ich schreib mal uns da kurz. Schmeiß mal's halt. Übrigens, wie komme ich durchs Tor? Mit einem Code, den gleich irgendwer ins Tor schreibt. Oder durch die Tür. Tatsächlich noch einer der PIN-Code, der im Teamspeak steht. Wenn du alle PIN-Codes, die du jetzt im Teamspeak findest, addierst, kommst du auf den richtigen. Genau.
Gut, also ich habe ihm geschrieben, mal gucken. Hm. Aber, und, also, das geht jetzt auch wirklich, dass man Behemoth-Tore bauen kann, ja? Ja. Ja, sie sind zumindest in der Schmiede angezeigt. Okay, ich habe ihm beides geschrieben. Mal schauen, was jetzt kommt. Ist halt ein Testballon, ne? Darf man ja immer nicht vergessen. Das ist ja auch dafür da, dass man einfach mal guckt, was geht, was nicht geht, was komisch ist. Okay, also er schreibt gerade, das liegt daran, dass der Spectator immer rausfliegt. Mit den Tischen? Hey. Hä? Okay, aber das ist ja trotzdem doof. Also, das ist jetzt... Nicht ganz optimal auf jeden Fall. Nee. Zurückhalten will ich jetzt auch nicht wirklich. Nee, warte mal ruhig noch. Hast du denn schon die Charcoal? Kann ich nicht, ich habe kein Geld. Ich kann kein Geld kaufen. Achso. Also Geld kaufen. Tauschen. So, ich gehe da mal raus und hole da auch mal Charcoal rein. Brauchst du nicht. Bin grad schon dabei. Achso, machst du schon. Okay. Jemand ist gerade Steine farmen, oder? Ich mach das jetzt. Okay. Oh, Nodron, du hängst in der Tür, oder? Nee, doch nicht. Ich hab dich da gerade nur rumhüpfen sehen. Herrlich. Türsteher. Ich glaube auch. Ja, in der Schmiede sind Wüstenklamotten. Schnappt ihr die mal, ne? Und dann schnappt ihr auch ein bisschen Farbe irgendwo in einem Schrank. Ich weiß nicht in welchem. Und Kochtopf ist rote Farbe noch. Ganz viel genau. Sogar. Genau. Mal dich einfach an. Mal dich rot an. Und das Schlimme ist, du hast noch nicht die richtige Haarfrisur. Das ist ja schade. Aber gut. Dann müssen wir leben. Noch. Stimmt, dann haben wir jetzt zwei Personen hier ohne richtige Haarfrisur. Auf okay. War nur dein Gaul. Okay, Lone Stars Worte. Ich stand gerade auch wie doof davor. Wir sind am Arsch. Okay. das ist richtig gut. Dann müssen wir das halt jetzt einfach mal in guter alter Handarbeit hier erledigen. Soll ich nach Hause kommen, oder? Ja, komm nach Hause. Weil das, keine Ahnung, wie lange das dauert. Also, ob sie da jetzt überhaupt was machen. Das ist echt blöde. Ich reite einfach hier in der Nähe rum und suche gute Tiere. Baust du gerade draußen, Alex? Jo. Okay. Och, deine immer noch in die Werkbank, Clemens? Ja, kannst du machen erstmal. Dann verteile ich es weiter. Brauchen wir noch Pfeile oder haben wir auch genug für alle? Pfeile? Also ich will gar keine Pfeile einpacken, wenn ich ehrlich bin. Na. Barbefend? Gut, also wir müssen jetzt damit leben. Farbe, wo habt ihr die versteckt? Kochtopf. Im Kochtopf. Jetzt haben wir jetzt, glaube ich, 4 freie Pferde. Geil. Jo, als, sehr cool. Falls jemand naja, nachher dann, ne? Wir müssen ja reiten. Dann schnapp ich mir eins. Blackie ist ja leider verstorben. Es tut mir leid. Ich fühle noch immer sehr viel Schmerz. Blackie, du wirst mir fehlen. Irgendwann mal. Das klang jetzt nicht so überzeugt, ne? Das Blackie. Clemens vermisst dich. Es tut mir leid. Weißt du, aber so hat der Blackie wenigstens mal ein bisschen Abenteuer erlebt, ne? Also von daher... Hinrichtung. Oh. Wer kommt da angehottet? Ja. Da haben wir auf jeden Fall gut was zu essen hier für unterwegs, das ist schon mal schön. Huch. So, Schere ist in der Werkbank, kann ich mir eigentlich selbst schneiden? Ja, kannst du. Rechtsklick drauf. Ach, mit Rechtsklick. Und die Nacht ist da. Diese ultimative. Ja, ich fand's gerade auf einmal ziemlich düster. Ja, man ist halt so verwöhnt, man baut innen ja überhaupt keine Fackeln und sonst sowas auf, ne? Nee, weil es halt immer hell ist, ne? Und dann kommt auf einmal die Nacht und man denkt so, was, Stromausfall? Das ist halt echt so komisch. Ach nee, eine Peitsche habe ich mit. Nehmt euch ruhig eine Peitsche mit für Projekt X.
XXX. Ich hoffe, das wird kein Satz mit X. XXXL. Ja, mal gucken, was das wird, ey. Oh. Reichen 100 Granaten? Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Oh ja. Nee, insgesamt. Ja, bau so viele, wie du kannst, würde ich sagen, jetzt in der Zeit noch. Ja, also wir haben jetzt 90, also gleich haben wir dann die 100 voll. Na, ist doch geil. Achso, und vielleicht noch 2-3 Shotguns war. Stimmt. Beim letzten Mal wollte ich ja nur, Adrian. Ja, bau einfach. Dass wir alle irgendwie was haben. Okay.